Wow, die Eltern des Jahres. Sei gegrüßt, liebe Serienjunkies. Heute geht es um eine brandneue Netflix-Originalserie, die auf einer gleichnamigen Reihe von Horror-Comics basiert. Und ihr Schöpfer, Steve Niles, ist auch das Mastermind hinter der weltweit gefeierten und natürlich auch bereits mehrfach filmisch adaptierten Comic-Reihe 30 Days of Night. Und bevor wir euch jetzt gleich den offiziellen deutschen Trailer präsentieren, verrate ich euch jetzt erst einmal, worum es in dieser neuen Serie mit dem interessanten Titel October Faction überhaupt geht, wer dort alles mitspielt und welcher Genre-Mix sich dahinter verbirgt. Im Kern der Geschichte geht es um eine vierköpfige amerikanische Familie, die alles andere als gewöhnlich ist. Denn Fred und Dolores Allen alias Mom und Dad sind Teil einer Geheimorganisation und reisen quer um den Globus, um übersinnlichen Wesen, Vampiren, Hexen und Monstern hinterher zu jagen und dann diese auch anschließend natürlich zu töten. Allerdings sind die beiden Ghostbusters, anders als die kultigen Monsterjäger Sam und Dino Supernatural, eben nicht ganz so ungebunden wie ihre Pendants. Denn zu Hause warten ja schließlich noch zwei Kinder auf sie, die von alledem bisher noch so gar nichts wissen. Und daher versuchen Fred und Dolores eben so gut es geht, auch ein stinknormales bürgerliches Leben zu führen. Doch diese Fassade beginnt dann immer mehr zu bröckeln, als die Familie nach dem Tod von Freds Vater wieder zurück in ihre beschauliche Heimatstadt im Nordwesten der USA zieht. Denn dort läuft so einiges schief und die beiden pubertierenden Kids werden immer wieder Zeugen von übernatürlichen Dingen, die sie sich einfach nicht erklären können. Und als sie dann schließlich hinter das gut gehütete Familiengeheimnis kommen, beginnt sich dann auch ihr eigenes Leben radikal zu verändern. Tja, und mit der Ruhe und Beschaulichkeit der Kleinstadt-Idylle ist es damit dann halt auch gegessen. Hinter der Serie steht die geballte Sci-Fi- und Horror-Kompetenz des Showrunners Damien Kindler. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Damien, wer bitte? Dann habe ich jetzt nur drei Worte für euch. Stargate, SG-1, Sanctuary und Sleepy Hollow. Also wenn der Mann in diesem Genre nicht weiß, was er tut, dann weiß ich es auch nicht mehr. Aber nicht nur hinter, sondern eben auch vor der Kamera toben sich zwei ganz bekannte Gesichter aus. Da wäre zum einen der Film- und Serienveteran JC McKenzie, der die Rolle von Fred Allen übernimmt. Ihn kennt ihr unter anderem aus Aviator, Departed unter Feinden und The Wolf of the Wall Street. Ihm zur Seite steht Tamara Taylor alias Dolores Allen. Sie kennt man unter anderem aus Bones, die Knochenjägerin und der Netflix-Serie Altered Carbon, die übrigens Ende Februar in ihre zweite Staffel startet. October Faction ist allerdings viel mehr als nur eine reine Monsterserie, denn neben einem spannenden Mix aus düsterem Horror und Science-Fiction beinhaltet die Serie auch sehr starke Elemente eines Familiendramas mit allem, was dazu gehört. Und darüber hinaus thematisiert die Serie auch viele immer noch hochaktuelle gesellschaftliche Themen wie Fremdenhass, Homophobie, Rassismus und die Geschichte des White Privilege. Und das alles zusammengenommen macht diese neue 10-teilige Netflix-Originalserie für uns zu einem echten Geheimtipp. Verratet ihr uns deshalb doch unbedingt mal unten in den Kommentaren, ob euch die Serie bisher überzeugen konnte oder ihr schnell den Stecker gezogen habt. Wir sind damit raus, viel Spaß mit dem Trailer und bis bald. Agent Dolores Allen. Das ist schwer, Eltern zu sein. Außer in unserem Fall natürlich. Sie müssen das nicht tun. Nein, ich lasse Sie nicht gehen. Können Sie aber. Hast du dich nett unterhalten? Alle Anzeichen weisen auf einen sehr aktiven Oktober hin. Ich brauche meine Top-Agenten. Willkommen bei Presidio. Presidios Ziel ist nicht nur Monster umzubringen, sondern sie zu verstehen. Wie können wir von Jeff mit der Versetzung umgehen? Könnten wir uns bitte mal darauf konzentrieren, dass Viv und ich sich in einer Landeisertiere wiederfinden? 17-jährige Zwillinge. Etwas Gruseligeres habe ich im Einsatz nie erlebt. Wow, die Eltern des Jahres. Evil ways. Hey, Madison, wir machen eine echte Seance. Seancen finde ich cool. Ja, lass uns eine machen. Perfekt. Auf der Party hast du was gesehen, oder? Was ist passiert? Die Zelle wurde ausgeschaltet. Muss furchterregend sein, in Angst zu leben. Und zu wissen, wie schwach man in Wahrheit ist. Was ist denn das? Ich habe das gemalt, bevor dieser Unfall geschehen ist. Alles in Ordnung? Auch wenn du es nicht anhörst. Manche Dinge auf dieser Welt sollten nicht sein. Meine Eltern sind damit beschäftigt, die Welt zu retten. Oh, Jeff. Du bist mir einer. Ich hasse den Oktober.